So, weiter geht's. Jetzt wollen wir mal gucken. Oh, unser Auto hat ein bisschen Schaden genommen letztens. Was wir hier eigentlich tun sollen. Irgendeiner beschimpft uns hier schon von wegen Feigling. Wir sollten uns zeigen. Genau. Mit den Sound vielleicht vom Spiel ein bisschen zu leise gemacht. Könnt ihr ja mal schreiben, ob das jetzt wieder zu leise ist vom Sound her, aber... Ja. So. Genug gezeigt. Eine. Waren zwei, die Schweine. Das war wo einer. Glaub nicht. So eine große Verteidigung werden sie hier nicht haben. Cool, die von Italien. Na gut, doch. Der verbraucht bloß meine Ammo für den Scheiß. Was ist hier hinten denn schönes? Sammelkarte, okay. Oh, weiß gar nicht, gab es jetzt hier eigentlich auch Licht irgendwo? Immer natürlich mit. Ah. Scheiße. Glaub, die normale Ammo bringt's hier nicht mehr. Wir sollen irgendein Verfeinerer aktivieren. Okay. Wo mag der denn jetzt sein? Dachte, wir müssen ja wirklich irgendwo reingehen oder so. Bin da an dich. Kann ich? Kann ich? Ja. Wo ist er? Da. Spannend, ja wohl. Jetzt wird er erschrecken hier. Da ist noch einer da. Guck mal, ob wir hier was Chicket finden. Ist ja witzig, wie er da wartet auf uns. Da waren wir drin. Gucken wir hier noch rein. Wir schon mal, ups. Anscheinend kommen wir hier überhaupt nicht hin, doch. Aber da ist anscheinend nichts. Nee, das hat nicht benutzen war. Das nicht. Das auch nicht. Das nicht. Gut, wie lange ist das denn? Okay. Auto haben wir repariert. Ein Schutzschild geht mal an. Naja, wenn man eine Weile nicht gespielt hat, muss man da ja erstmal ein bisschen wieder reinkommen.
das was bringt, jetzt den da runter zu ballern? Weiß ich nicht. Immer beim nächsten Mal ist er wieder da, ne? Affe. Kann ich auch gleich noch machen? Uns einfach hier so bis zu beschießen. War doch nicht hier. Gehen wir den von der Entfernung. Jupp. So, einfach hier auf Leute schießen, die hier vor vorbeifahren, ist ja wohl eine Frechheit. Kommen wir hier dran hoch? Können wir den da oben plündern? Nö, ne? Halten dann schon mal aus. Kann das sein, dass der Turm eben schon wieder geschossen hat? Ja, wir wollen noch was Versammlung wurde beschlossen. Bürgermeister, nein, ich hab schon fast vergessen, wohin wir sind. Bürgermeister war hier gleich in der Nähe. Leider, wir haben einige von Ihnen zur Umsetzung dieser Maßnahmen ihre Wohnquartiere aufgeben müssen. Ich versichere aber, dass wir alles Menschenmögliche tun werden, um Ihnen zu einer Wasser, neuen Wohnung zu verhelfen. Bitte haben Sie dabei diesmal etwas mehr Geduld als beim letzten Mal. Major, ich bin sicher, dass Major. Ah, gute Arbeit. Da habe ich ja genau den Richtigen gefunden. Wusste doch, dass die Banditen was planen. Und das ist der Beweis. Was auch immer sie da haben, ungefährlich ist es garantiert nicht. So viel ist sicher. Bitte bringen Sie es zu jemandem, der uns sagt, was es ist und was wir damit anstellen sollen. Der alte Quasier. Was für ein Irremit. Intelligentes Kerlchen. Bringen Sie ihm die Probe. Er kann sie sich ansehen, sie testen und uns sagen, was die Banditen damit vorhaben. Ich werde Quasier über ihren Besuch informieren. Der verrückte Kerl redet nicht einfach mit jedem X-Beliebigen. Das wirkt auch nicht. Sie waren noch nicht bei Quasiers Anwesen? Nördlich von hier? Bringen Sie ihm die Feldtritprobe so schnell wie möglich. Nö. Machen wir das mal. Komm hier runter, ja. Ich hoffe ja mal, dass nicht allzu viel Widerstand. Ups, da ist schon wieder da. Ammo nachkaufen. So geht's natürlich auch. Ich glaube, da steigt keiner wieder rauf.
Hoppa, da hängen wir. Oh fuck, voll reingefahren. Der war ja klar. Okay. Reparatur sollte wieder drin sein. Dahinter noch. Boah, war mir nichts mal gedacht, wo wir hinkommen. Also hat der gepennt oder was? Gucken wir schon da. Auch so ein Ding irgendwo, Alter Schwede, wie soll man da hinkommen? Irgendwo ein Schalter hier oder was? Ah, hier. Was? Okay, jo, warte kurz, dann sehen wir uns mal an, was der Bürgermeister dir mitgegeben hat. Genau. Geh in den Fahrstuhl. Hände schön zur Seite. Jo. Was kommt da her oder was macht er noch? Okay, dann zeig mir mal, was du mitgebracht hast. Ja. Pack's auf den Tresen, dann schau ich mal, was Clayton Sorgen macht. Dum, dum, dum. Oh, es streiten sich beide noch, ist ja witzig. Interessant. Eindeutig vertritt. Okay, ich muss ein paar Versuche durchführen. Das könnte etwas dauern. Aber du siehst auch sehr interessant aus. Du hast etwas Besonderes an dir. Dich sollte ich mir vielleicht auch mal genauer ansehen. Oh no. Davon aber nicht die Rede. Höchst interessant. Du bist ja bis oben hin voll mit kleinen, umherrasenden Computern. Geheimnisse, Geheimnisse. Jeder besitzt ein kleines Geheimnis. Ein kleines. Und deines ist anscheinend besonders groß. Einer wie du ist mir lang nicht mehr untergekommen. Beim letzten habe ich noch für die Regierung gearbeitet. Du weißt nicht, was für ein großes Glück du hast, dass die Regierung dich noch nicht gefunden hat. Wenn sie dich erwischt und nichts dabei hast, was sie gebrauchen könnte, bist du tot. Du gehörst noch zur alten Welt, nicht zu ihrer neuen Welt. Natürlich gibt es ein paar Leute, die sich gegen sie wehren, aber das sind nicht viele. Sie nennen sich den Widerstand. Es wäre übertrieben zu sagen, dass ich viel über sie wüsste. Aber es gibt sie, kleine Gruppen, die hier und da zurückschlagen. Und vielleicht, ja ganz vielleicht, könntest du ihnen nützen. Immerhin hast du bisher überlebt. Du besitzt bestimmt ganz besonders wertvolle Fähigkeiten. Aber um gegen die gnadenlose Regierung in einem Kampf zu bestehen, brauchst du mehr als diesen Standard-Defibrillator. Ich kann ihn dir aufrüsten, würde deine Überlebenschancen vergrößern. Allerdings müsstest du dafür etwas Zeit investieren. Leider habe ich die nötigen Geräte nicht vor Ort. Aber alles, was du brauchst, kannst du in der Totenstadt finden. Oh ja. Hört sich gut an. Der Name ist Programm, wie du bald merken wirst. In der Stadtmitte ist ein Krankenhaus. Hab selbst mal dort gearbeitet. Vor diesen scheußlichen, unverantwortlichen Experimenten. Hab nur wenig mit eigenen Augen gesehen. Aber es gab viele Gerüchte.
Jetzt ist es von einer gewaltigen Mauer umgeben voller lebendiger Erinnerungen an die dort verübten Gräuel. Hin- und Rückweg werden ganz bestimmt nicht einfach, aber ohne besseren Defibrillator hältst du hier keine weitere Woche durch. Ich würde sagen, du hast keine andere Wahl. Denn? Das Krankenhaus befindet sich in der Stadtmitte. Du musst dort in den Keller gehen und nach Dingen suchen, die mit dem Archenprojekt zu tun haben. Dort müsste das Upgrade zu finden sein. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein. Der einzige Weg in die Stadt führt durch die Kanäle außerhalb der Mauern. Viel Glück. Geh jetzt los. Besorg das Upgrade. Ich sehe mir dabei diese wirklich interessante Probe an. Na denn, gehen wir. Karton hier, oder? Mal kurz, das wollen wir mal gucken. Was für eine Mission haben wir denn? Ja. Feldtriebprobe. Organisieren, okay, sind wir dabei. Sprengschalter, Betritt die Wartungszone. Ich glaube, wir machen das hier weiter erstmal, bevor wir die Hauptstory hier weiterverfolgen. War das denn unter Wellspringer? Wellspringer ist cool, da können wir erstmal die Karre wieder ein bisschen finden. Als Munition kaufen. Mist, da war erwischt. Hoppala. Das ist keine Zeit. Zaunprobleme beim Fahren, das ist nervig. Zum Glück eigentlich nur beim Fahren, kann man sagen. Muss ich aber reparieren, wie teuer ist denn das schon? 12%, 16 $? Ja, okay, oder was auch immer der Preis drin wäre. Caprino. 20, Klasse 2, Schaden 0%. Okay, oder? Wir wollen nach Boston. Ich versichere aber, dass wir alles. Wenn ich gesagt, bei ihm kann man auch verkaufen, nee, ne? Um ihnen zu einer neuen Stadt zu verhelfen. Ja, dann machen wir lieber gleich, bevor ich wieder vergesse. Rennen wir mal da hinten hin. Ich bin sicher, dass keiner von ihnen ein Interesse daran hat. Und wir hatten mal. Munition nachkaufen. Das war bei ihm hier. Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Oh. Kann ich dir helfen? Sicher, das Minigun. Brauchen wir 200 Stück. Ah, 25 Dollar, wir haben 2000. Oh Gottchen, naja, gut, da kann man ein bisschen was kaufen. 2000 Schuss. Was haben wir denn hier nach Schicket? Autoreportieren, das haben wir keine mehr. So. Die anderen haben wir noch nicht benutzt. Da haben wir 52, das sollte reichen. Haben wir 6 von dann, Schocker, das ist der Energieschocker, feindlich, was zu werden. Können wir mal ein paar kaufen? Huch, 6 Schocker wollte ich jetzt gar nicht. Aha.
Abstellung, ja, jetzt wird ich kriegen. Dünenjäger. Besser wohnhaft oder Kurven, Rennreifen, Dünenjäger. Nö. Abgrad, Fjordschwer, achso, da oben steht ja Dünenjäger. Caprino, was haben wir denn für den? Mittlerer Caprino-Panzer, genauso schwer wie der normale Panzer, bietet aber doppelten Schutz. Können wir uns das leisten? Kosch 15, wir haben 20. Ja, was haben wir denn hier noch? Hammer, der Name sagt, seit Römer hat Kühler gefallen, wir haben noch ein Stück. Okay, da haben wir einen Rambock vorne dran, okay. Klingreifen, Standardreifen, Klingreifen, um das einzuschüchtern, besser zu verteidigen. Okay, okay, was haben wir hier? Patrouillenmotiv, richtig Speck, will jemand Donuts? Ja, ist ja witzig. Kaufen wir mal das und das. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Genau. Munition hatten wir, jetzt sollten wir wohin? Irgendwie. Ja, okay. Wo wir jetzt hin sollen, dann klären wir in der nächsten Folge, weil die Zeit ist leider schon wieder um. Bis dahin. Ciao.